Hallihallo und herzlich willkommen zum 44. Part meines Let's Play zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in der Neuauflage für die PlayStation 4. Das heißt, wir spielen nach wie vor die Crash Bandicoot Insane Trilogy und sind mitten im 100% Walkthrough und haben zuletzt, wenn ich mich nicht täusche, im Level Night Fight den zweiten Edelstein geholt mit einem Trick, den ich mir mit Hilfe von Internetrecherche angesehen habe. Sorry nochmal für diese extreme, während ich jetzt hier in Piston Dead Away reingehe, extreme Verwirrung in den letzten beiden Parts bezüglich Hang 8 und Night Fight. Wenn ihr die Parts gesehen habt, wisst ihr, denke ich mal, wovon ich rede. Da war ich ein Stück weit verwirrt, habe die Level durcheinander geworfen und naja. Warum gehen wir jetzt hier in Piston Dead Away rein? Zum einen, weil wir gerade in der Welt waren. Zum anderen, weil hier eben auch noch ein Edelstein fehlt. Und auch hier hatte ich mich im Netz schlau gemacht, weil ich es selber nicht rausbekommen habe. Im Grunde genommen ist der Trick, den man jetzt hier anwenden muss, aber genau der gleiche wie zuletzt bei Night Fight. Und zwar muss man auch in diesem Level den geheimen Bereich und den normalen Bereich spielen, um alle Kisten erreichen zu können. Denn falls ihr euch erinnert, war es ja hier durchaus so, dass mir am Ende sehr viele Kisten gefehlt haben. Und es lag daran, dass ich den Nitro-Kistenschalter, den es hier in dem Level auch gibt, nicht gefunden habe. Und den gibt es eben nur, wenn man den Pfad der Todesplattform spielt. So, das Problem ist aber, das habe ich ja auch schon mal gesagt, wenn man den Todespfad spielt, muss man ja zwangsläufig, oder beziehungsweise dann gibt es ja in der Regel am Ende des Todespfades ein alternatives Ende. Gut, das war jetzt bei Cold Hard Crash nicht so, das ist an der Stelle eine Ausnahme, was wir jetzt zuletzt häufiger gespielt haben. Aber bei den anderen Leveln ist es meistens so. Und so ist es hier halt auch. Das heißt, wenn wir jetzt den Todespfad spielen, dann kommen wir auch zu einem alternativen Ende. So, die Krux an der Sache ist jetzt natürlich, dass man dieses Ende dann eben nicht spielt, beziehungsweise nicht sich dorthin bewegt, um es mal so zu sagen, sondern dass man dann eben an der Stelle wieder mal bewusst Backtracking betreiben muss. So, und jetzt bin ich auch an einem Punkt, wo ich tunlichst schauen sollte, dass ich eben nicht mehr sterbe, denn ansonsten war jetzt hier der Bonusbereich? Bonuslevel? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil. Nee, oder? Mein Gott, ich habe das Level schon so oft gespielt, also das müsste ich mittlerweile aber wissen. Naja, jedenfalls gibt es in der Regel ein alternatives Ende, wenn man dann eine Todesplattform in einem Level hat. Oder alternativ einen Bereich, der einen im Zweifelsfall aber eben nicht zurückführt zum eigentlichen Level. Und das ist natürlich an der Stelle ein bisschen blöd, weil man dann, so wie jetzt hier in dem Level eben, nicht an alles dran kommt. So, ich bin aber gerade echt am Überlegen, ob ich da hinten nicht hätte runterfallen müssen. Weil jetzt bin ich hier schon bei dem Checkpoint. Ich bin gerade total verwirrt, Leute. Das Blöde ist, wenn ich jetzt mich da hinten kaputt gehen lasse, dann kann ich ja auf jeden Fall das Ziel nicht mehr erreichen. Ich spiele jetzt mal weiter. Sorry an der Stelle, wenn das jetzt hier Schwachsinn oder sinnlos sein sollte. Nee, war es nicht. Okay. So, das heißt, wir sind jetzt hier hingekommen. Das heißt, die Plattform sollte definitiv hier bleiben. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie das nochmal war. Muss ich jetzt diese Plattform hier spielen? Nee, ich glaube, ich muss erst weitergehen und dann zurückrennen. Und die Plattform erreichen. Das heißt, ich muss jetzt hier in dem Bereich erst die Kisten zerstören, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. What the fuck? Wieso bist du jetzt gerade nicht draufgesprungen? Denn je mehr ich hier aufräume, umso einfacher wird gleich der Rückweg. Denn das ist ja mitunter nicht so einfach hier, ne? Mit diesen fiesen, wie heißt es hier? Mit diesen fiesen Laserstrahlen. So, hier kommt jetzt auch erst das Bonus-Level. Also habe ich nicht falsch gelegen. So, und ich habe ja die Todesplattform erreicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterfalle und es nicht direkt schaffe,
Dann müsste ich theoretisch trotzdem immer noch den Todespfad erreichen können. Weil es war ja so, wenn man ihn einmal erreicht hat, beziehungsweise die Plattform einmal freigespielt hat, dann kann man danach durchaus sterben, ohne dass die Plattform dann in der Folge verschwinden würde. So. Haben wir das erledigt? Auch hier müssen wir ja jetzt schon zurück. Gucken, ob uns das jetzt hier alles gelingt. Ich bin ein Stück weit nervös, weil das ist wirklich nicht einfach, wenn man versucht, konzentriert zu spielen. So, den einen Schuss opfere ich jetzt, weil es einfacher ist, hier so durchzugehen, anstatt jetzt hier irgendwie irgendeinen Skill-Jump zu versuchen, den es ja ansonsten benötigt, um das hier zu schaffen. So, das heißt, jetzt haben wir hier die Kisten, gehen dann wieder zurück. Eieiei, das ist eine ganz schöne Rennerei, die man hier leisten muss in diesem Level. Aber nur so geht's. Alles klar. Hier muss ich jetzt aufpassen, denn da habe ich durchaus auch schon das ein oder andere Mal im wahrsten Sinne des Wortes versagt. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ich hier Anlauf habe. So, und auch das ist geschafft. So, das heißt, wenn ich jetzt hier wieder zurückfahre, dann müssten hier noch vier Nitro-Kisten gewesen sein. Das Ganze ist jetzt auch gespeichert. So. Und jetzt bin ich am Überlegen. Ich muss jetzt, glaube ich, wirklich das hier komplett spielen, richtig? Okay, auch das hat funktioniert. Alle hopp. So, den Checkpoint habe ich auch. Ich muss aber erst auf diesem Pfade hier alles holen, also alle Kisten holen vor allen Dingen, weil ich dann hier eben nicht mehr zurückkomme. Also beziehungsweise, ich werde jetzt hier, das war blöd. Ich werde jetzt hier alles holen. Sondern an der Stelle bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob der Todespfad noch da ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Weil bisher war es immer so, dass wenn man ihn einmal erreicht hat, er da blieb. Selbst wenn man danach nochmal gestorben ist. Und das war blöd. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier ebenfalls so ist. So. Jetzt gucke ich nochmal, ob hier auch noch Kisten kommen. Ne, da kommen jetzt, glaube ich, Nitro-Kisten. So, ne, hier ist noch eine. Okay. Das Leben nehmen wir noch mit. Alles klar. Ein bisschen in die Mitte stellen. So, den noch wegklatschen. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich einen guten Rhythmus erwische. Der ist gut. So, jetzt bin ich am Ende. Und jetzt ist ja wieder die Situation, die wir schon mal hatten. Hier fehlen jetzt einige Kisten und genau jetzt muss ich nämlich zurückgehen, den ganzen Klumpatsch hier rückwärts spielen. So, hier sind jetzt aber zumindest mal die Gegner weg. Das ist eben des Rätsels Lösung. Ja, auch hier, da bin ich ganz ehrlich mit euch, könnte man selber drauf kommen, wenn man mal ein bisschen überlegt, dass es eben die zwei Bereiche gibt und dass es auf beiden Bereichen auch Kisten gab und man mit der normalen Methode, in der ich das bisher gespielt habe, natürlich nicht an alles dran kommt. Und ja, hier muss ich jetzt aufpassen. Gut, das hat aber funktioniert, dass man mit der Methode eben nicht an alles rankommt. So, hier komme ich auch wieder zurück, sondern dass man hier eben ja, eben Backtracking betreiben muss, zwangsläufig. Das ist jetzt allerdings ein bisschen schwieriger, glaube ich. Wow. Geht das denn überhaupt? Ich meine, es muss ja gehen. Shit. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hin? Ah, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich muss. Ja, ich darf eben diese Stelle hier nicht überschreiten, denn hier kommt man nicht zurück, wie man jetzt sieht. Das ist jetzt wahrscheinlich das Problem. Ja, das ist ärgerlich. Dann hätte ich doch nur bis hier spielen müssen, dann den Todespfad spielen, die Nitro-Kiste zerstören und dann wieder zurück. Ja, dann war es so. Dann habe ich mich jetzt hier vertan. Ah, das ist ärgerlich. Okay. Aber ich denke mal, das ist jetzt genauso, wie ich sage. Denn ich wüsste nicht, wie wir hier sonst hinkommen. Ich probiere es nochmal, aber ich rutsche dann doch partout ab. Ärgerlich. Doch, es hat geklappt. Okay.
Aber das hat nicht funktioniert. Schade. Das heißt, ich darf also doch auch im zweiten Part des Levels dann nicht sterben. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, weil ich das so nicht auf dem Schirm hatte. Ja gut, nutzt nichts. Dann müssen wir jetzt eh aus dem Level raus und es neu laden. Und ich würde sagen, ich spiele dann bis hierhin vor und dann sehen wir uns gleich hier an der Stelle wieder und machen ab dem Zeitpunkt weiter in der Hoffnung, dass es mir dann gelingt, die Passage, die wir jetzt gerade gesehen haben, auch zu meistern, ohne zu sterben. So, also bis gleich. So, und wir sind wieder an besagter Stelle. Jetzt bin ich allerdings am Überlegen, ob das richtig ist, was... Stopp. Bevor ich den Satz zu Ende spreche. Er wäre Schwachsinn gewesen. Deswegen breche ich an der Stelle ab. Ich habe ja eben gesehen, dass dieser Sprung hier definitiv funktioniert. Denn ich war gerade schon wieder am Überlegen, ob das nicht unter Umständen ein Denkfehler von mir war, dass das geht. Verdammt, der Schutz war sinnlos aufs Spiel gesetzt. Ärgere mich jetzt ein bisschen. Nee, ich weiß ja, dass es geht. Und ja, deswegen spare ich mir diesen Gedanken jetzt, den ich da hatte. Es wird jetzt allerdings schwierig, denn ich muss jetzt hier ja höchstwahrscheinlich gleich den Schutz opfern, um hier zurückzukommen, weil ich bezweifle, dass ich diesen Jump hinbekomme. Ich könnte es natürlich riskieren. Im schlimmsten Fall klappt es nicht und ich lande in den Nitro-Kisten und verliere dann den Akku. Aber, naja, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass ich... Das war falsch. Nein, und das war erst recht falsch. Sorry, Leute. Das war echt blöd. Ich guck mal gerade... Geh direkt zurück, bevor ich das jetzt hier unnötigerweise tue. Wieso ist die Kamera jetzt so komisch eingestellt? Also es hat vorhin definitiv besser geklappt, würde ich schwören. Verdammt! Wieso geht denn das jetzt nicht? Oh Mann, ist das wieder ein bescheuerter Part. Sorry, ich verstehe es gerade nicht. Wie bin ich denn eben da hochgekommen? Ich meine, ihr habt es ja gesehen, oder? Ich habe es vorhin geschafft. Aber es geht gerade nicht. Nee, keine Chance. Jetzt bin ich natürlich auch gestorben. Wieso komme ich da nicht hoch? Wie habe ich das denn eben gemacht, Leute? Oder ist das eine andere Stelle und ich blick's gerade einfach nicht? Ah, das ist doch blöd. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen. Das war jetzt natürlich absolut bescheuert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt auch nicht wirklich nachprüfen kann, ob es die Stelle war oder nicht, weil ich im Moment kein Internet habe. Zumindest war das bis eben so. Ich kann ja gerade mal prüfen, ob es jetzt mittlerweile funktioniert. Ich bezweifle es aber, denn heute soll die Umstellung meiner Internetverbindung stattfinden. Und ja, theoretisch habe ich dann eine schnellere Leitung, aber in der Praxis sieht es so aus, als hätte ich sogar gerade eine Leitung. Einen Moment, ich gehe das mal gerade prüfen. So, da bin ich wieder. Nein, ich habe tatsächlich kein Internet. Dann kann ich jetzt leider nicht wirklich nachgucken. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe das eben geschafft. Ich bin davon überzeugt. Ich will eigentlich auch gerade nur prüfen, ob das überhaupt jetzt noch möglich ist, bevor ich jetzt hier unnötigerweise weiterspiele.
bezweifle es nämlich, denn eben war ja die Todesplattform auch weg, nachdem ich einmal gestorben bin. Ich krieg das aber auch gerade nicht mehr auf die Reihe hier, ne? Obwohl es definitiv geht. Das hat man ja eben gesehen. Naja, ich habe jetzt blöderweise mir wirklich nicht gemerkt, wie ich das hier machen muss. Sorry, Leute. Das ist wirklich ärgerlich. Wow. Jetzt bin ich aber ganz schön schnell da runtergerutscht. Gar nicht mal so einfach. Nee, ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Sorry. Boah, ist ja unglaublich, ne? Ich will nur überprüfen, ob es überhaupt noch möglich ist, diesen Todespfad zu gehen. Wobei, wenn ich jetzt hier nicht zurückkomme, bringt es ja sowieso nichts. Ja, jetzt fliege ich hier auch noch runter. Super. Das ist ja ein toller Part. Wahnsinn. Okay, das war auch nix. Jetzt bekomme ich einen Schutz, aber es bringt mir ja auch nichts, weil ich bin einfach nicht schnell genug, respektive komme nicht weit genug. So. Leute, ich verstehe gerade nicht, warum das nicht klappt. Ja, jetzt bin ich mit Hilfe des... Ja, okay, es klappt eh nicht mehr. Dann würde ich sagen, gleiches Spiel wie eben. Diesmal werde ich aber nicht mit Fast Forward arbeiten, sondern wirklich direkt einen Cut setzen und dann sehen wir uns hier an der Stelle wieder. Und ja, bis gleich. Sorry. So, und wir sind wieder an besagter Stelle. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das diesmal auf die Reihe bekomme. Das wäre echt schön. Also idealerweise halte ich den Schutz. So, hier habe ich ihn vorhin verloren. Das ist mir diesmal Gott sei Dank nicht passiert. Da muss man immer wieder mal schauen, dass man sich ein bisschen mittig platziert, dass man hier nicht irgendwie runterfliegt. So, und jetzt kommen wir wieder in den Bonusbereich. Alles klar. Ja, das ist doch langwieriger, als ich gedacht habe, denn ich bin hier gleich mit der Partlänge schon drüber. Muss ich mal schauen, wie ich das löse. Es ist jetzt definitiv nicht so, dass ich übertrieben getrödelt hätte. Ganz im Gegenteil. Ich versuche mich ja sogar zu beeilen. Aber ich mache halt durchaus langsam, damit hier kein blödes Malheur passiert, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ja, das war jetzt natürlich blöd. Das heißt, ich musste den Schutz wieder opfern, leider Gottes. Habe ich mir natürlich anders gewünscht. So. Aber immerhin hat das jetzt doch alles geklappt. So. Weiter geht's. Also wie gesagt, noch ist der Versuch gültig. Ich bin immer noch im ersten Anlauf, dieses Level hier zu spielen. Und ich hoffe, dass mir das gelingen wird, das jetzt auch hinzubekommen. Aber ich kann nichts versprechen. So, Bonuslevel ist zumindest schon mal im Sack. Das ist sehr gut. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe, glaube ich, den Fail, den ich jetzt in dem Bereich, der jetzt kommt, kassiert habe, habe ich vorhin doch ziemlich dumm kassiert. Also, es ist definitiv vermeidbar. Oder ein vermeidbarer Fail, sagen wir mal so. Okay, das war blöd, denn jetzt habe ich gleich keinen Schutz, um diesen blöden Jump dahin zu bekommen. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall ja, es mit X versuchen, ausprobieren.
Bis es dann irgendwann gelingt und jetzt bin ich wieder von dem gleichen Doofkorb runtergeschoben worden. Das ist ärgerlich. Ja. Wie gerade schon erwähnt, bin ich mit der Zeit drüber. Ja, es nutzt nichts. Jetzt nochmal zu prüfen, ob die Plattform jetzt da ist oder nicht da ist. Es geht so nicht mehr, wie ich es jetzt gemacht habe. Ja. Und was soll ich sagen? Es macht jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel Sinn, hier noch in irgendein anderes Level reinzugehen. Das heißt, ich würde sagen, das ist dann leider Gottes ein ziemlich unproduktiver Part gewesen. Und ja, tut mir leid, aber auch das gehört zu so einem Let's Play mitunter auch mal dazu. Aber ich hoffe, ihr ahnt jetzt oder wisst jetzt, wie ich es meine, wie man jetzt hier an diesen Edelstein kommt. So, ich würde sagen auch, dass wir jetzt im nächsten und dann 45. Part erstmal nicht hier reingehen und dass wir auch das nächste Mal, wenn ich daran denke, ich hoffe, dass ich daran denke, wenn wir dieses Level betreten, dass ich dann sofort wieder bis zu dieser Todesplattform vorspiele, damit wir dann nicht immer wieder den Anfang des Levels sehen, weil den haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach gesehen. Ich bin mir aber auch gerade gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Das heißt, im nächsten und dann 45. Part würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall erstmal in ein anderes Level rein und eben nicht nochmal in Piston It Away. Und dann hoffe ich, dass wir dann im nächsten Part hoffentlich wieder einen Edelstein ergattern können auf der Jagd nach den 100%. Denn wie ihr es eben gerade vielleicht kurz gesehen habt, wir sind bei 93, es fehlt nun wirklich nicht mehr viel, nur noch in Anführungszeichen 5 Edelsteine, aber auch immerhin noch ein Portal, was ich auch noch nicht wirklich, ja, wo ich wirklich auch noch nicht weiß, wo wir das überhaupt finden. Eben zu Totally Fly im geheimen Warpraum. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sorry dafür, dass das jetzt ein bisschen unproduktiv war. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, mir hier zuzuschauen bei diesem 44. Part. Ist doch richtig, ne? Ja. 44. Part meines Let's Play zu Crash Bandicoot Insane Trilogy. Beziehungsweise Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und ich versuche dann mal wieder produktiver zu sein. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.